Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect 3. Und, was haben wir denn da? Hauptsache was am Codex, älteste zuerst, neueste zuerst. Citadel, Steuerungspläne für automatische Geschütze von Cerberus. Steuerungspläne für automatische Geschütze von Cerberus wurden auf Chuchanka sichergestellt. Finden Sie jemanden auf der Citadel, der Verwendung dafür hat? Da finden wir bestimmt, wenn wir das nächste Mal dort sind. Trotzdem alles als gelesen markieren. Und ja, dann geht's schon ins Konfirmationszentrum, die nächste Quest laden. Es geht diese Woche Schlag auf Schlag. Und wir kümmern uns jetzt um den Cerberus-Angriff. So. Sieh, das war das, was ich letzte Folge gemeint habe mit diesem Superhelden-Optik. Ja, jetzt kann ich nicht mehr zurück, okay. Ist Edi in ihrem nackten Zustand? Oder soll man noch einmal so mit und dann ist gut. So. Wir sparen mal noch ein bisschen unsere Erweiterungspunkte. Cerberus-Truppen landen abseits der Tuchanka-Schlachtfelder. Ihr Ziel scheint eine alte Boden-Weltraumkanonenanlage zu sein, die seit den kroganischen Rebellionen nicht mehr benutzt wurde. Sie hat keinen militärischen Nutzen und die Kroganer sind zu weit verteilt, um sich darum zu kümmern. Wissen wir, was Cerberus vorhat? Nein, aber wir wissen, dass Cerberus niemals ohne Plan handelt. Halten Sie sie auf! Und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich. Hackett Ende. Joho, Hackett. Anscheinend hat Cerberus die Kanone einsatzfähig gemacht, Commander. Ich gehe wieder hoch und sehe mir an, worauf Sie schießen. Tun Sie das. Dann los! Hä? Steh auf.
Kontrollzentrum gesichert. Übernehme Kanonensteuerung. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. So. Credits mal wenigstens noch verdient. Schauen Sie erstmal überall ganz genau um. Theoretisch könnte überall nämlich noch irgendwas liegen, so wie hier hinten. Aber das sind nur Munition. Nicht die Art von kroganischem Relikt, mit der ich gerechnet hatte. Sie haben die Energieversorgung der Kontrolle unterbrochen. Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten. Dann los. Halt dem Anmarsch. Sie bringen mit Shuttles Verstärkung rein und befestigen ihre Stellung. Nein! Das ging jetzt ordentlich schief. Sie haben die Energieversorgung der Kontrolle unterbrochen. Sie müssen die Energieversorgung wieder einschalten. Dann los! Halt dem Anmarsch! Sie bringt mit Shuttles Verstärkung rein. Beendigt die Stellung. So, jetzt hilft nichts.
So. Nichts hier zurück und jetzt das Ding hacken. Ah, die Energieversorgung. Scheiße. Sollte man vielleicht auch wieder herstellen. Ah, wie blöd kann ein Mensch bitte schon sein? Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. So. So, du bist ein Pfeifermann. Das war jetzt zeitweise eine ziemlich harte Schlacht. Weg, 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 weg. Boah. Bestätigen. Kanonensteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Hochgeladen. Feuer! Direkter Steuerbordtreffer, Commander. Ziel bricht auseinander. Ich wiederhole, direkter Treffer. So stelle ich mir das vor. Okay, gute Arbeit von allen. Okay, das war doch mal... Shepard... Mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben.
Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianzteam zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man gern. Gute Arbeit, Commander. Hackett Ende. Hackett Over Ende aus. Und es ist immer gut. So. Aber nochmal, Kroganer Aktivposten, die erste Kroganer Division. Die erste Kroganer Division ist ein Zusammenschluss von Infanterie und Fahrzeugen, der hektisch zu einer einzigen Koalitionsstreitmacht formiert wurde. Die Befehlskette ist nach Clans unterteilt, wobei Vertreter jeden Clans als Offiziere gelten. Trotz uralter Differenzen entwickelt sich unter den Kriegern der Division aufgrund des gemeinsamen Kampfes gegen die Reaper ein echter Kameradschaftsgeist. Kroganer verschiedener Clans tauschen Ausrüstungen, Geschichten und sogar mal ein Fässchen Rynkohl aus. Ja, Commander, das ist alles. Natürlich. So. Wie immer die Nachbesprechung. Brauchen Sie was, Shepard? Das wär's. Nein, ich habe den Kontakt abgebrochen und ihn gemeldet. Egal, wie viel Gutes er früher getan hat. Ich will so eine Scheiße nicht in meiner Akte haben. Gut, da kommt diesmal doch nichts mehr. Commander? Commander? Ach, nichts Neues auf dem Terminal? Ja, perfekt. Sieht aus, als wäre man diesmal mit der Nachbesprechung ja richtig schnell fertig. Commander? Commander? Notstromeinheiten aktuell auf 82,04% ihrer Kapazität. Das sollte korrigiert werden. Ja, ich erledige das, bevor wir wieder in eine Atmosphäre eindringen. Ich starte das Diagnoseprogramm. Edi, wir haben 5 davon. Laut Diagnoseprogramm haben wir jetzt 4. Hallo, Shepard. Commander? Okay, da kommt also nichts zu der... mit den Geschützen. Ich glaube fast, wenn Charvik nichts zu sagen hat, dann wird da jetzt gar nichts gesprochen. Bin mal gewillt, es auszuprobieren, aber... Dass so viele primitive Spezies jetzt Raumschiffe steuern, ist unerwartet und sehr gefährlich. Ah, dachte, da kommt noch was. Für jemanden, der behauptet, eine Expertin für mein Volk zu sein, weiß ihre Asari sehr wenig. Commander. Gabby, ist es wahr, dass Sie nach der letzten Mission geholfen haben, Edis mobiles Gestell zu reparieren? Sie brauchte nur jemanden, der ihr zur Hand geht. Ich bin Technikerin, schon vergessen? Kamen Öl und Gleitmittel zum Einsatz? Wovon träumen Sie nachts, Kenneth? Ich wünschte, meine Fantasie wäre so gut. Ich habe überall grünes Licht. Shepard, haben Sie das Thermorohr schon gefunden? Ah ja, auf der Citadel gibt es bestimmt ein Geschäft, das Thermorohre führt. Ich weiß. Sprecht ihn überhaupt noch an. Commander. Gehen wir nur noch kurz runter, Shuttlebucht. Ich wünschte, Sie hätten dieses Geschütz auf Tuchanka mit eigenen Augen gesehen. Ich habe die Audio-Emulatoren abgeschaltet und zugesehen, wie sich der Cerberus-Kreuzer elegant und lautlos seine Bestandteile aufgelöst hat. Wunderschön. Manchmal mache ich mir Sorgen um Sie, Mann. Es ist alles in Ordnung. Ja, sicher. Klar doch. Hallo. Okay, da gibt es nichts Neues. Dann würde ich sagen, geht noch das Crewdeck an, da sind wir auch schon fertig.
Können wir jetzt tatsächlich hier noch eine weitere Mission anfangen? Ich lasse ihn mal jetzt nicht salutieren, das ist mir zu blöd. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Aha. Joa. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Hallo, Shepard. Hier nichts Neues. Hier auch nicht. Sag mal. Ja, Lümmele. Da gibt's nichts mehr Neues. Ach, gut. Und deswegen gehen wir jetzt zurück ins Kampfinformationszentrum und verlassen jetzt mal vorerst Tuchanka. Denn das ist eine Prioritätsmission, die als nächstes kommt. Die würde ich ungern jetzt bereits probieren. Nied waren wir, oder? Haben wir auch nichts gefunden. Signal bestätigt. Ha! Ein Aktivposten gefunden. ULG-Sprung erfolgreich. Wusste ich doch, dass da irgendwo noch ein Aktivposten sein muss. Wenn das jetzt eigentlich nichts gebracht hat, weil den Sprit, den habe ich jetzt schon wieder auf dem Rückweg verflohen. Aber egal. Dann kommt jetzt ein Massenportalsprung. So, Anusbecken, Pferdekopfnebel war nix. Da haben wir überall 100%. Die Gottswiege, Bürgeschlund, Ismargrenze, Minusödland. Gut, dann fliegen wir jetzt halt mal ins, Dingens hier und wenn wir jetzt dann doch noch mal ganz kurz nach den Logbüchern gucken im Missionsüberblick. So. Genau wie hierfür. Jemanden finden, die da müssen wir kaufen gehen. Irune-Buch von Blenix. Benning haben wir dafür aber und Dr. Bryson. Dann steht hier noch die Sache mit Aria. Oh, wir haben jetzt 10 Punkte. Das heißt, ich kann meine Fitness jetzt auch gerade holen. Erhöht den Nahkampfschaden 30%, erhöht Waffenschaden 20 Sekunden lang 15%. Durch verstärkten Nahkampf getötet wurde. Komm, was soll's. Wir sind doch hier eher der Schütze. Und, Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein, nicht nötig. In Ordnung. Ich will mich der Reihe nach durcharbeiten. Wir
Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment bitte. Gehen wir in den Docks Wartebereich. Dann sehen wir ja, ob wir, was wir da jetzt beenden können oder nicht. Ich gehe einfach alle einschlägigen Stellen durch und... Lieutenant Cortez? Sind Sie okay? Ich habe hier gestanden und dieses Ding gehalten. Ich weiß nicht, wie lang. Er bleibt immer ein Teil von mir. Niemand kann Ihnen Ihre Vergangenheit nehmen. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Leb wohl, Robert. Komm, wir sind mal gut. Gibst mir Kraft. Danke. Ich glaube, da hat er jetzt ein bisschen was falsch verstanden. Boah, ich dachte eigentlich, wir schlagen ihm so kumpelhaft auf die Schulter. Ich brauche noch ein paar. Das wird schon. Ach, die sind einfach zu gut für jedermann. Egal welches Geschlecht, egal welche Ära, welche Spezies. Wir können es einfach nicht lassen, uns anzuschmachten. Seien Sie doch still. Was bitte? Ich will es nicht hören. Sie glauben, die Menschen hatten es schwer. Aber wissen Sie, was auf Kashan geschehen ist? Ich bitte um Entschuldigung. Ich dachte nur, weil Ihre Heimatwelt... Hören Sie auf. Hören Sie einfach auf. Okay. Der hat sich jetzt so lange die Scheiße müssen anhören, bis er geplatzt ist. Wundert mich, wie lange es gedauert hat. Danke, Mensch. Wir werden die Pfeiler in unseren Herzen bewahren. Und durchhalten. Willkommen bei Batarian State Arms. Gut, da ist nix. Im Moment. Zumindest. Ich habe Ihren Rat befolgt. Wie finden Sie meinen neuen Look? Sie sehen immer toll aus, Kelly. Ach was. Ich weiß nicht. Das bin nicht ich, aber genau darum geht's ja wohl. Kelly Chambers gibt es nicht mehr. Die Citadel führt mich jetzt als Felicia Hennigan vom Minenschiff Typhoon. Sehr erfreut, Felicia. Sie dürfen mich Kelly nennen. Diese Flüchtlinge können nirgendwo hin. Es gibt nichts, was diese Galaxie nicht besiegen kann, wenn wir alle zusammenhalten. So, mit Garrus kann ich im Moment nichts anfangen. Nö, dann ist hier unten im Moment nicht mehr. Was für einer? Nö. Nix. Ja, nix. Flüchtlinge aus den von Reapern besetzten Kolonien wurden in provisorischen Lagern in den Andockbuchten der Citadel untergebracht. Kruganische Truppen melden schwere Verluste bei der Zerstörung der Reaper im Führer. So. Das nächste ist dann die Bar Purgatory. Gucken, was wir hier so abliefern können. Ich glaube aber, da ist im Moment nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder von Benning runterkomme. Mein Herz, nimm ich. Wenn wir wieder auf der Erde sind, zahle ich. Nö, wir tanzen nicht.
So. Nichts wie weg. Und dann doch lieber zu den Botschaften. Wobei ich gerade sehe, dass wir eigentlich fast keine Zeit mehr haben. Aber ich brauche Beweise. Haben Sie ihn gefunden? Ich fand seine Leiche in den Slums auf Benning. Er hat sich für seinen Trupp geopfert. Ich verstehe. Sie empfinden Schuld. Dabei sollten Sie sich durch sein Opfer geehrt fühlen. Mir geht es jedenfalls so. Vielen Dank. So. Nochmals danke, Erdenclan. Der Passat mit Kleinfest meldet, dass Reaper-Streitkräfte in Silean Nebel und im Sonnen. Willkommen zurück in der Mitte, wenn Sie weiterreden. Von Hades Gamma aus haben die Reaper-Streitkräfte sich rasch in die Cluster gegen die Sigma und Voyager ausgebreitet. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte etwas Wichtiges erledigen und... Oh, suchen Sie vielleicht jemanden, Ma'am? Ich... könnte sein. Ich habe diese Unterlagen, aber ich weiß nicht warum. Passen Sie auf, ich kümmere mich für Sie darum. Hilft Ihnen das? Ja. Ja, bitte. Wissen Sie, Sie erinnern mich an jemanden. Mein Sohn ist mit einer Asari zusammen. Die sieht Ihnen verblüffend ähnlich. Er ist sehr glücklich. Danke. Das ist wunderbar, Ma'am. Oh je, die arme Frau. Sie steht immer noch da, weiß nun gar nicht mehr, was Phase ist. Es regnet nicht. Wirklich so schlimm. Alle beobachten sich gegenseitig. Nichts Neues. Wir machen noch diesen Stock fertig und dann beenden wir die Folge. Ich werde hier sein. Da gibt's auch nichts Neues. Da ist nichts Neues. Und hier ist nichts, was nicht schweineteuer Geld kosten würde. Nun. Das war's, diese Folge. In der nächsten, am Montag, machen wir dann mit den letzten drei Stockwerke der Zitterte weiter und schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Wir haben da ja noch ein paar Sachen unter den Mann zu bringen und ja, würde ich sagen, macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.